Meditation zur Integration deines Schattens. Komm zur Ruhe und nimm die Position ein, die dir für dich als günstig erscheint. Atme dreimal ganz tief in deinen Bauch. Wenn du das möchtest, dann kannst du dies hörbar tun. Fühle, wie du dich mehr und mehr entspannst. Jetzt bitte deine Schutzengel an deine Seite. Nimm die Hände deiner Schutzengel und lasse dich von ihnen tragen. Deine Schutzengel tragen dich heute an einen ganz besonderen Ort. Sie bringen dich in einen für dich sehr bedeutsamen Garten. Du stehst nun in der Mitte eines Gartens. Dieses besondere Stück Land ist der Garten deines Lebens. Schau ihn dir an. Sieht er aus? Was kannst du in ihm wachsen sehen? Was auch immer in diesem Garten wächst, das hast du gepflanzt. Schau hin, was du vor langer Zeit ausgesät hast. Genau wahr, was schon gewachsen und zu voller Blüte gelangt ist. Danke diesen, deinen Pflanzen und segne sie mit deiner ganzen Liebe. Sehen, was diese schön blühende und reich fruchttragende Pflanze in deinem Leben ist.
was da gerade erst anfängt zu grünen. Und vielleicht noch ganz klein ist. Wenn du möchtest, dann kannst du diesem jungen Pflänzchen gut zureden und ihm sagen, wie sehr du dich freust, dass es so gut wächst. Frage diese junge, gerade erst aufkeimende Pflanze, was sie in deinem Leben darstellt. Frage sie, was sie braucht, um weiter wachsen und gedeihen zu können. Nimm einen Rundgang durch deinen Garten. Den Garten deines Lebens. Sprich mit allem, was da wächst. Sage allen Wesen, was du ihnen gern sagen möchtest. Lobe sie und danke deinen Pflanzen für ihr Wachsen in deinem Lebensgarten. Wenn du alle Pflanzen in Ruhe angeschaut hast, dann ist es jetzt an der Zeit, einmal kurz innezuhalten. Kannst du den kleinen See in der Mitte deines Gartens sehen? Begib dich zu diesem schönen, klaren See. Du kannst dich vor ihn hinstellen. Du kannst dich auch auf der Wiese, die sich um den See befindet, hinsetzen. Oder hinknien, wenn du das möchtest. Dies ist ein magischer See. Sieh in sein glasklares Wasser hinein. Präge dir gut ein, was du siehst. Der See dient dir und deiner Seele als Spiegel. Er zeigt dir alle Facetten deiner Seele. Er zeigt dir all die wunderschönen Dinge, die du an dir liebst und schätzt. Er zeigt dir auch die Dinge, die du an anderen liebst und schätzt, um die du andere vielleicht sogar ein wenig beneidest. Auch zeigt er dir die Dinge, die du an anderen ablehnst, die dich vielleicht ärgerlich, traurig oder wütend machen. All diese Dinge, die schönen, aber auch die dunklen Aspekte, sind Facetten deines Seins. Du trägst all das in dir, auch wenn du es oft nur an anderen wahrnehmen kannst.
Dein See ist ein magischer See. Du kannst mit ihm sprechen und er wird dir aus der Tiefe deiner Seele antworten. Wenn du nun dazu bereit bist, dann frage diesen See, welcher deine Schatten nun von dir angeschaut werden möchte. Welcher Anteil von dir, ob nun leuchtend hell oder auch dunkel und mit negativen Bewertungen belastet, möchte von dir erkannt und in dein Leben integriert werden? Lausche der Antwort des Sees. Es ist die Antwort deiner Seele, die du nun vernehmen wirst. Von dem See erhalten hast, danke dem See und erhebe dich wieder, so du am See gekniet oder gesessen hast. Nun, da du weißt, welchen Anteil deines Schattens du suchen darfst, wirst du ihn auch finden können. An dem Ort, wo er sich momentan befindet. Begib dich dazu, zu der hohen Hecke, die deinen Garten umsäumt. An der Hecke stehen zwei schneeweiße Einhörner. Ein männliches und ein weibliches. Wenn du das möchtest, dann werden sie dir bei deiner Suche zur Seite stehen. Einhörner haben die Fähigkeit, sich ohne Angst oder Furcht der Dunkelheit zu stellen. Die du unter Umständen empfinden magst. Aber auch sehr viel helles Licht. Und die damit vielleicht einhergehende Angst vor Erfolg können sich einstellen, wenn du dem Anteil deines Schattens begegnest, welcher sich dir heute zeigen möchte. Tritt nun ganz nah an die Hecke heran. Du kannst die Hecke bitten, sich zu öffnen. Auch die beiden Einhörner bitten, dies für dich zu tun. Sie senken ihre schneeweißen, glänzenden Hörner gemeinsam zur Hecke und ein gleisendes Licht tritt aus den Spitzen ihrer Hörner. Langsam beginnt sich die Hecke zu öffnen. Dahinter ist Dunkelheit.
nichts als Dunkelheit. Geh nun vorwärts. Es ist an dir, den ersten Schritt zu tun. Bist du bereit? Dann tritt hinein in die Dunkelheit deines unbewussten Seins. Deine Einhörner stehen hinter dir und schützen den Eingang zu deinem Garten. Kein Schatten, den du nicht dazu einlädst, kann in deinen schön gestalteten Garten gelangen. Solltest du Furcht empfinden, so schmiege dich an den warmen Leib eines oder beider deiner Einhörner. Rufe nun den Anteil deines Schattens, den der magische See dir genannt oder gezeigt hat. Rufe ihn und schau, ob du ihn in der Dunkelheit sehen kannst. Wie sieht er aus? Kommt er zu dir? Oder hast du das Gefühl, er würde sich vor dir verstecken? Ob der Schattenanteil sich dir zeigt oder nicht, er kann dich hören. Und wenn du möchtest, dann kannst du mit ihm sprechen. Frage diesen Anteil deines Seins, warum er sich im Schatten aufhält. Frage ihn, ob er sich wieder mit dir vereinen möchte. Frage diese Facette deines Seins, was es braucht, damit sie sich wieder mit dir vereinen kann. Lausche der Antwort deines Schattenanteils und bewahre die Antwort in deinem Herzen. So dein Schattenanteil noch nicht bereit ist, mit dir mitzukommen und sich mit dir zu vereinen, so danke ihm für seine Botschaft und sage ihm, dass du wiederkehren wirst, wenn du dazu bereit bist. Wenn dein Schattenanteil wieder mit dir verschmelzen möchte, dann bitte ihn zu dir. Nimm ihn in beide Hände und halte ihn an dein Herz. Dort ist er sicher und geliebt. Heiße ihn herzlich willkommen in deinem Leben und versprich ihm, dass du ihn mit in den hellen Garten deines Lebens nehmen wirst. Du wirst ihm einen Platz geben, der für ihn
genau richtig ist. Du wirst ihn hegen und pflegen, bis er ganz mit dir verschmolzen ist, bis ihr beide eins geworden seid. Tritt nun wieder heraus aus der Dunkelheit. Kehre zurück in den Garten deines Lebens. Die Einhörner verschließen hinter dir die hohe Hecke und stellen sich schützend davor. Sie schützen deinen Garten und sind dir gern behilflich, wann immer du ihrer Hilfe bedarfst. Ob dein Schattenanteil nun bei dir geblieben ist oder nicht, suche eine schöne Stelle in deinem Garten, wo du ihn einpflanzen kannst. Ist er bei dir geblieben, so setze ihn voller Liebe ein und bewässere ihn gut, so dein Schattenanteil noch nicht bei dir bleiben konnte. Stell dir vor, wie du ihn pflegen wirst, wenn er erst einmal bei dir sein wird. Du kannst dir vorstellen, wie es wäre, wenn er bei dir ist und wieder Eingang in dein Leben gefunden hat. Lasse noch einmal deinen Blick durch den Garten deines Lebens schweifen. Nimm wahr, was du alles geschaffen hast und was du noch alles schaffen kannst. Da ist noch viel Raum für alle deine Schöpfungen, die du vielleicht in Planung hast. Genauso wichtig, wie es ist, etwas Neues zu erschaffen, so wichtig ist es auch, die Dinge zu pflegen, die du bereits hast. Danke deinem Garten und sage ihm, dass du auf ihn Acht geben wirst, wenn du das möchtest. Dann sage ihm auch, dass du wiederkehren wirst. Danke den Einhörnern, die deinen Garten und deinen Schatten hüten. Wann immer du das möchtest, kannst du mit ihnen Kontakt aufnehmen und um ihren Rat und Schutz bitten. Deine Schutzengel treten nun wieder an dich heran und nehmen dich in ihre Mitte.
sie reisen mit dir wieder zurück. Zurück in dein Hier und Jetzt. Danke nun auch deinen Schutzengeln, die Tag und Nacht während deines gesamten Lebens als treue Freunde und Gefährten an deiner Seite sind. Und jetzt komm langsam an und vertiefe deine Atmung. Komm wieder ganz in dein Tagesbewusstsein, zurück in deinen Alltag. Sei gesegnet mit Liebe und Freude. Sei gesegnet.